Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe kürzlich mit einer Dame, mit einer Ärztin sprechen dürfen über Hormone im Zusammenhang mit Problematiken bei Damen, die einfach über den Zyklus immer wieder mal mit Kopfschmerzen leiden, Migräne-Schübe kriegen. Wir haben gesehen, dass das Thema Hormone viel, viel tiefer geht, als wir eigentlich alle glauben. Und deshalb möchte ich heute eine Sendung machen, wo wir explizit auf diese Hormone eingehen. Welche Hormone sind gesund und welche machen uns ernsthaft krank? Und genau das wollen wir verhindern mit dieser wichtigen Aufklärungssendung. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, liebe Alexandra Kotthaus, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Du bist Ärztin und arbeitest mit Professor Dr. Thomas Rau zusammen in der Klinik Sonnenberg. Und ich weiß, das ist ein Kompetenzzentrum, ein biologisches Haus. Bio und logisch, ja, habe ich gehört von genau. Ihm. Super Name. Und ich möchte wirklich mit dir in dieses Hormonthema eintauchen, wo du mir dazu mal in der letzten Sendung gesagt hast, dass diese Hormone, die wir von außen aufnehmen, sehr stark unseren Körper verändern und auch Tumore begünstigen. Sprich insbesondere Brustkrebs, Prostatakrebs, zwei Krebsarten, die explodieren, von sehr vielen Hormonstörungen von außen her eigentlich verantwortlich zeichnet. Und da möchte ich gerne wissen, was müssen wir wissen, damit wir darauf verzichten können? Ja. Großes Thema. Ich weiß. Das ist genau nicht in einem Satz beantwortet. Wir haben Zeit. Man weiß von asiatischen Frauen, bevor die westliche Ernährung übernommen haben, dass der Brustkrebs sehr, sehr, sehr selten war. Dass die asiatischen Frauen ihre Menstruation in der Regel später bekommen hat als eine westliche Frau und auch früher aufgehört hat zu bluten. Das ist ein Hinweis, das ist jetzt noch nicht zwingend ein Kausalzusammenhang, also bewiesener Zusammenhang, aber ein Hinweis darauf, dass die Hormone schon eine deutliche Rolle spielen. Je mehr die Asiaten unsere westliche Lebensweise übernehmen, umso mehr bekommen sie auch unsere Krankheiten, was Diabetes, Bluthochdruck und Krebs angeht. Genau, die Zahlen Brustkrebs, Prostatakrebs, das wird immer häufiger. Beim Brustkrebs ist es so, dass wenn man jetzt die feingewebliche Untersuchung anschaut, dann gibt es hormonabhängige und hormonunabhängige Tumoren aus Sicht der Schulmedizin. Für uns spielt es, also aus unserer Sicht sind eigentlich mehr oder weniger alle Tumoren hormonabhängig. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass alle Zellen einen Östrogenrezeptor besitzen. Östrogen ist also das typische weibliche Hormon. Man hat natürlich da noch verschiedene andere Untergruppen. Während Testosteron ja das ist, wo man weiß, das ist das männliche Hormon. Natürlich haben beide Geschlechter beides in sich. Das Östrogen macht, dass die Zelle sich teilt, dass die sich also schneller teilt. Und daher hat, und das brauchen wir ja für alle Zellen, daher hat jede Zelle einen Östrogenrezeptor. Es gibt einen Gegenspieler, das ist das Progesteron, das stoppt diesen Prozess der Zellteilung. Wenn ich jetzt eine Entzündung habe, dann wird mehr Zellteilung gemacht, das Gewebe soll erneuert werden. Und wenn alles wieder gut ist, dann kommt das Progesteron und stoppt diesen Prozess. Wow. Ja, da sind wir jetzt also außerhalb von diesem, was wir typischerweise immer geschlechtsabhängig mit den Organen machen, sondern das ist ein Prozess, der kann in allen Zellen stattfinden. Jetzt haben wir das Problem, wir haben nicht nur mehr eigene Östrogene in unserem Körper, wir haben auch fremde Östrogene in unserem Körper. Also wir sagen Xenoöstrogene dazu. Xeno ist die griechische Vorsilbe für fremd, für nichtmenschlich, also nicht humane weibliche Hormone. Und die machen jetzt diesen Zellteilungsreiz, Wachstumsreiz. Ja. Mit einem bestimmten Östrogen, einem anderen Rezeptor, da ist das gut. Das brauchen dann wir Frauen in der Schwangerschaft, damit das Baby wachsen kann. Aber außerhalb der Schwangerschaft, das falsche Östrogen am anderen Rezeptor macht Wachstum, macht auch Zellvermehrung, fördert Tumore. Insbesondere sind natürlich die geschlechtshormonabhängigen Organe davon betroffen. Brust, Gebärmutter, Eierstöcke, Prostata, aber auch Brust beim Mann.
Das heißt also, selbst Männer, die immer mehr Brüste kriegen, haben eigentlich einen Östrogenüberschuss und das wahrscheinlich von außen zugeführt. Ja, genau. Also ich sehe auch immer mehr junge Männer unterhalb von 30 Jahren mit Brustansatz, mit Brustwachstum. Das hat mehrere Sachen. Wenn jetzt nicht nur die Brust gewachsen ist, sondern auch das Bäuchlein gewachsen ist, dann habe ich zusätzlich in diesem Bauchfett auch nochmal einen Hormonproduzenten. Auch da wird Östrogen produziert. Mhm, wenn jetzt jemand etwas... Also wie ein Schneeball. Er wird immer größer und größer. Ja, genau. Also eine Lawine. Genau. Unterhält sich selbst. Ja, wenn Sie so möchten, kann man das so sagen. Wenn man jetzt... ich sag mal, ein bisschen üppiger gebaut ist, das muss an sich nichts Schlimmes oder Krankhaftes sein. Da spielt eben die Rolle, jetzt bei Frauen habe ich die typische weibliche Figur, ja, breite Hüften, schmale Taille, das wäre ja normal. Habe ich aber das, was immer mehr haben, ich bin schlank bis zu den Hüften und dann kommt der Bauch, dann ist das eine ungute Kombination. Dann habe ich nochmal einen eigenen Produzenten dazu oder ich habe die Pille, die viele Frauen nehmen, die Hormonbehandlung in den Wechseljahren und ich habe das, was im Wasser ist, wenn ich das nicht filter, wenn die Kläranlage nicht gut genug ist, was ich jetzt von Pillen, Resten, Hormonbehandlung von anderen Menschen über das Wasser wieder aufnehme. Ach, keine Kläranlage nimmt das übrigens raus. Das hat noch keine Kläranlage behauptet, dass sie die Pille aus dem Wasser rausnehmen würde. Das heißt, eigentlich über den Wasserhahn kriegen wir alle wieder Östrogene. Das kann sein. Also ist natürlich auch mit abhängig von der Region, wo man wohnt. Manchmal geben Klärwerke Auskunft drüber. Viele Menschen sagen, Wasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel. Mhm. In Anbetracht dessen, dass wir 40.000 Toxine in der Umwelt haben und das Wasser meist nur auf 20, vielleicht auch mal mehr oder 100 Sachen getestet wird, kann ich das jetzt so nicht unterschreiben. Ja. Genau, bin ich voll bei dir. Wenn ich aber höre, wenn man zu viel Östrogen kriegt, was ja eigentlich diesen Zellteilungsprozess steigert, müsste man sich dann von außen noch Progesterol zuführen, um diesen Prozess zu stoppen? Manche machen das. Manche Ärzte machen das, auch biologische Ärzte machen das schon mal, dass man sagt, naja gut, ich kann bioidentisches Progesteron nehmen, also eins, was zwar nicht aus meinem Körper kommt, was aber mit dem identisch ist. Was die Hormone, die der klassische Gynäkologe verschreibt, meistens nicht sind. Die sind ähnlich, aber nicht identisch. Mhm. Für mich ist das eher immer der zweite Schritt. Für mich wäre ja der erste Schritt, wenn ich jetzt wirklich da zurückgehe, ich sage, ich will eine Ursache behandeln, dann muss ich ja erstmal die falschen rausholen. Es kann natürlich mal sein, dass jemand so heftige Beschwerden hat, der ist natürlich dann besser behandelt, wenn er mal was bekommt. Sehe ich aber eher als vorübergehend an, weil an erster Stelle kommt für mich, ich muss die falschen Östrogene rausholen. Ich habe natürlich noch mehr Quellen für diese Östrogene. Das ist nicht unbedingt das eigene Bauchfett und das ist auch nicht unbedingt das Trinkwasser. Es kommt einfach auch in Plastik vor, in Verpackungen von Lebensmitteln, in Trinkflaschen, von Wasser, von anderen Getränken, also Beschichtung bei der PET-Flasche von Bratpfannen. Aber genau. Auch Lebensmittel. Also wenn die Lebensmittel in Plastik eingepackt sind, dann... Ja. Ist sofort diese Resonanz, ich lege ein Stück Fleisch auf den Plastik, dann geht... Ja, ich weiß. Ich meine, was willst du da noch kaufen in einem großen Einkaufszentrum? Ist ja alles in Plastik verpackt. Es ist schon gut, so viel Obst und Gemüse wie möglich zu essen, ob da jetzt ein bisschen was drin ist oder nicht. Mhm. Ja, weil da ist ganz klar, das hilft, mich gesund zu erhalten oder meine Gesundheit wiederherzustellen. Ich hatte letztens einen Vortrag gehalten in Bezug auf Krebs, auf die am meisten krebsauslösenden Substanzen. Nur als Beispiel, eins davon ist Aflatoxin. Kombiniere ich das mit den falschen Lebensmitteln, kann ich die Giftigkeit immens steigern. Kombiniere ich das mit den richtigen Lebensmitteln, da gehört jetzt zum Beispiel Chlorophyll zu, dann setze ich die Giftigkeit wieder herunter. Wo ist denn dieses Aflatoxin drin? Aflatoxin ist ein Schimmelpilzgift. Und da gab es eine Untersuchung, ist jetzt länger her, dass ich das gelesen habe. Also es war, ich glaube, auf den Philippinen. Da hat man festgestellt, dass Erdnüsse besonders Aflatoxin belastet sind. Kann auch mal, gerade wer es aus tropischen Gebieten kommt, in anderen Sachen enthalten sein. Und dass es bei Kindern Leberkrebs ausgelöst hat. Also Aflatoxin gilt als sehr leberschädigend.
Dann hat man aber mal genauer hingeschaut und festgestellt, dass nur eine bestimmte Gruppe der Kinder Leberkrebs bekommen hat, aber nicht alle Kinder, die diese belastete Erdnussbutter gegessen haben. Interessant war jetzt, dass nur die Kinder der reichen Eltern Leberkrebs bekommen haben, weil die hatten genug Geld, um sich Milchprodukte zu leisten. Mhm. Und die armen Kinder, die sozusagen die klassische traditionelle Ernährung, die in tropischen Gebieten eher nicht mehr aus Milchprodukten besteht, hatten, die haben das eher nicht bekommen. Zurück zu den Hormonen. Plastik. Also wir sollten schauen, dass wir möglichst viel Plastik verzichten. Das ist nicht nur aus ökologischer Sicht her total sinnvoll. Aber wenn ich beim Plastik bin, gestatte mir noch eine Frage. Ja. Wenn ich einen Salat kaufe, sagen wir eine Gurke, die wirklich von Kopf bis Fuß eingepackt ist, wie ein Pariser, wie viel Leben kann dann da in dieser Gurke noch drinstecken? Wenn ich einen Mensch so einpacken würde, würde er noch kurze Zeit sterben. Ja, das stimmt schon. Da ist trotzdem noch Leben drin. Mhm. Also wenn es eine Bio-Gurke ist, würde ich die Gurke wahrscheinlich lieber kaufen als liegen lassen. Also ich muss schon noch zusehen, dass ich jetzt nicht so fanatisch werde, dass ich auf gesunde Lebensmittel, dass ich darauf verzichte. Sondern dass ich auch immer eine Variation beibehalte. Ich lass dich mal husten in der Zwischenzeit. Bei uns im Studio darf man husten. Okay, also nicht päpstlicher werden als der Papst selber. Trotzdem habe ich mir die Frage immer gestellt, was passiert mit den Biophotonen, mit dem Lebendigen innerhalb dieser Gurke drin. Also es ist immer noch was drin, aber besser ist es ohne Plastik zu kaufen, wenn es das überhaupt gibt. Also die Biophotonen sind noch drin, wenn die Schale unversehrt ist. Das Obst und Gemüse hat die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Das ist eine ganz vielschichtige Art von Stoffen. Das sind die Stoffe, die das Immunsystem der Pflanze ausmachen, die die Pflanze, so sagt man selbst, eigentlich nicht oder kaum braucht, aber die enorm wichtig sind, um uns gesund zu erhalten oder unsere Gesundheit wiederherzustellen. Wenn ich jetzt eine mit Plastik ummantelte Pflanze habe oder eine, die mit Pestiziden gespritzt wurde, dann werden diese sekundären Pflanzenstoffe benutzt, um das Gift zu neutralisieren. Damit das heißt, schützt die Pflanze sich selbst. Aber da muss ich sie auch, bevor ich sie esse, müsste ich eigentlich die Schale schälen, wegnehmen. Also mindestens gut abwaschen oder den Salat gut abwaschen. Kommen wir zum nächsten Problem. Oft sitzen in der Schale die für uns wichtigen Dinge. Weil die Schale hält ja auch die Fressfeinde fern, wo ein paar Sachen für uns vielleicht nicht so gut sind, aber viele Sachen auch für uns gut sind. Auch Zink ist zum Beispiel mehr in der Kartoffelschale als in der Kartoffel selber. Das andere ist, Lebensmittel, die gespritzt sind, die werden auch während des Wachstums gespritzt. Also die habe ich auch in dem Lebensmittel. Die sitzen nicht rein nur auf der Schale drauf. Ja. Also da kann ich zwar einen Schwung mit abwaschen, wenn ich es gründlich wasche, aber ich habe es trotzdem mit dabei. Und das ist, geht noch einen Schritt weiter. Ich habe das dann in dem Lebensmittel. Das Lebensmittel hat für mich weniger viele gut verfügbare Pflanzenstoffe, die mich vor Krebs schützen zum Beispiel oder vor Erkältungen, sondern diese Pestizide wirken auch bei uns im Darm weiter und beeinträchtigen unsere gute Darmflora. Eins zum nächsten. Ich habe das als Klammer gemacht, gehen wir aber nochmals zurück zu diesen Östrogenen. Wenn ich das nämlich so sehe und höre von dir, dass das ja die Teilungen begünstigt von Zellen, kann man ja sagen, das ist ja ein wesentlicher Grund für die explosionsartige Steigerung von Prostatakrebs und Brustkrebs. Gut. Ja. Ja, aber es ist vielschichtiger. Ja, also es sind jetzt nicht nur Östrogene, sondern damit es wirklich zu einer Krebsentstehung kommt, da müssen mehrere Faktoren zusammenfließen. Aber es ist was sich darauf sehr ungünstig auswirkt. Und das könnten wir aber durch sensibles Wissen, wo das überall drin ist, durchaus massivst reduzieren. Ja. Ja, jetzt hast du gesagt, Plastik. Okay. Ich vermute, im Fleisch haben wir heute wahrscheinlich auch viel drin, oder? Es kommt ganz, ganz, ganz enorm drauf an, wie das Tier aufgewachsen ist. Wenn ich wirklich ein Tier habe, was artgerecht gehalten und gefüttert wurde, ich bin ja immer der Meinung, auch ein Tier braucht Sonne.
Also es gibt auch Biomilch und die Kühe stehen immer im Stall. Ich finde immer, dafür ist auch ein Tier nicht gemacht. Ne? Mhm. Und da ich mittlerweile weiß, was Sonne alles machen kann an guten Sachen, dass das Infrarotspektrum auch bei uns im Körper machen kann, dass es bei uns die Mitochondrien aktiviert, Einfluss auf die Durchblutung, auf die Funktion des Immunsystems hat, warum sollte das beim Tier nicht so sein? Mhm. Okay. Also ein Tier, was echten Auslauf hatte, was artgerechtes Futter hatte und was möglichst, soweit man in dem Zusammenhang das Wort benutzen kann, artgerecht oder tiergerecht auch geschlachtet wurde. Genau, wegen das hat Angst. Einfach ja. Ich habe beim Appenzell jemanden gefunden, der macht Kabierrinder mit Bier. Mhm. Also die werden gestreichelt, die werden gepflegt, gehegt, gehen einmal am Tag auch beim Metzger vorbei und winken. Also spaziergangmäßig ist so schön und so herzig. Und ich finde das einfach toll, wenn ein Bauer so umgehen kann mit den Tieren. Mhm. Aber wenn ich Massentierhaltungsfleisch esse... Das ist gar keine Frage. Da macht man am besten einen großen Bogen drum. Mhm. Da ist ja auch so, dass... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es noch in den WHO-Empfehlungen ist, weil es so viel Protest dagegen gab. Aber auch selbst die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, hat ja preisgegeben, dass Fleisch krebserregend ist. Auch wegen Östrogenen? Oder rotes Fleisch. Da kann ich jetzt gar nicht so im Detail zu sagen, ob wegen der Östrogene, aber die habe ich natürlich, wenn das Tier Kraftfutter bekommen hat, habe ich diese Wachstumshormone, Wachstumsbeschleuniger natürlich mehr mit drin. Mhm. Ein weiterer Punkt, in einer letzten Sendung hast du noch die Kosmetik angesprochen. Mhm. Kosmetik arbeitet mit Östrogenen. Wo ist denn da die Sinnhaftigkeit dahinter? Also Kosmetik, genau, da hatte ich gesagt, eine durchschnittliche Frau nimmt etwa pro Tag 150 Toxine allein über die Kosmetik zu sich. Also ich habe immer wieder Patienten, die sagen, ja, ich lebe schon seit 20 Jahren, esse ich nur Bio und vermeide Plastik. Wo habe ich das denn her? Also die Quellen sind wirklich vielschichtig und die Sachen werden über viele Jahre, teils Jahrzehnte im Körper gespeichert, wenn ich die nicht aktiv raushole. Es ist nicht immer nur so, dass jetzt zwangsweise jetzt der Östrogen in das Duschgel zugesetzt ist. Wenn ich jetzt nicht Bio-Duschgel habe mit Pflanzenextrakten und die Pflanzen darin sind nicht Bio, dann bin ich wieder bei dem Thema Pestizide. Glyphosat dürften mittlerweile alle Menschen kennen. Glyphosat ist auch ein sogenanntes Xenoöstrogen. Plus in diesen Spritzmitteln habe ich oft auch Schwermetalle. Mhm. Quecksilber ist auch ein sogenannter Hormondisruptor, also etwas, was auch östrogenähnliche Wirkung haben kann und was auch unser System durcheinander bringen kann. Hormonsystem. Und das kann ich auch in Kosmetik haben, ja. Aluminium ist was sehr häufig in Kosmetika zu finden ist. Und wie wirkt sich das auf die Hormone aus? Da gibt es den hochgradigen Verdacht, dass es Brustkrebs mit begünstigt. Und da reden die einen nicht mit den anderen. Hä? Nicht so viel. Nein, leider nicht. Jetzt gibt es ja immer mehr Naturkosmetik oder nennt sich Naturkosmetik. Mhm. Ist da dann wirklich Natur drin oder muss man das auch wieder hinterfragen? Ja, das muss man auch hinterfragen. Es gibt viel Kosmetik, die wirklich sehr hochwertige Kräuter enthält, wo die Kräuter dann zum Beispiel bio sind, aber die Grundlage, die waschaktive Substanz, nicht bio ist. Es gibt in der Parfümerie oder in der Apotheke sehr teure Salben, Tagescremes, Duschgel für teilweise auch sensible Haut, wo ich dann immer aufs Kleingedruckte gucke und sehe, die waschaktive Substanz ist ein billiges Rohöl- oder Erdölprodukt, was die Haut wieder weiter offen macht, was die durchlässiger macht für Schadstoffe. Schade eigentlich. Und manchmal ist wirklich das billigste Bio-Shampoo-Duschgel verträglicher als ein teures Mittel, wo eigentlich hochwertige Kräuter drin sind. Du hast vorhin das Wort Glyphosat genannt. Mhm. Ich möchte noch eine Zahl nennen. Also es gibt in der Schweizer Trinkwasserverordnung so eine Zahl von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Es sei erlaubt im Trinkwasser. Die WHO sagt, über 0,5 sei krebserregend. Und als wir dazumals Urin getestet hatten auf Glyphosat, hatten wir Werte zwischen 9 und 50. Ein deutsches Bier, wo wir gemessen haben, mehrere deutsche Biere mit Glyphosatwerten von 15.
Nur ist die Trinkwasserverordnung, steht wieder nicht in deinem Kontrast und. Es ist einfach, dieser Glyphosatwert ist dramatisch. Mhm. Und auch bei uns im Trinkwasser, er ist einfach da. Und das ist östrogenfördernd. Mhm. Frankreich hat seit dem Jahr 2020 verboten Glyphosat in ganz Frankreich. Wir Schweizer und die Deutschen sagen, bis 2025 bleibt es noch gesund. Nachher wird es wahrscheinlich verboten. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Wir wissen es. Ich auch nicht. Fällt mir wirklich schwer, das nachzuvollziehen. Also selbst wenn ich gar nicht so biologisch denke, wie ich das gewohnt bin mittlerweile, also da hat bei mir eigentlich schon sehr früh so ein Denken angesetzt, wie, ja, was nicht natürlich ist, habe ich in Frage gestellt. Hm. Ja, also muss man wirklich diese ganzen Spritzmittel haben, um die Weltbevölkerung zu ernähren? Also da gibt's genug Beispiele, die sagen, nein, das muss man nicht haben. Es ist nicht dafür erforderlich. Man muss nicht zwingend Ernteeinbußen haben. Man könnte es anders machen. Manchmal kann man auch nicht an einem absoluten Wert festmachen, ist das jetzt krebserregend oder nicht. Das Problem ist mittlerweile, wir haben einen ganzen Potpourri an verschiedenen Toxinen und wir können gar nicht genau sagen, wie die Wechselwirkung dieser Toxine in uns ist. Bevor wir noch da ins Thema Gewichtsblockade reingehen, habe ich noch so eine kleine sarkastische Anekdote dazwischen. Die setze ich natürlich auch in Klammer. Aber weißt du, jetzt wo der Staat in den letzten 2 Jahren die Verantwortung für unsere Gesundheit übernommen hat, dann frage ich mich einfach, auf der einen Seite läuft Glyphosat munter weiter, auf der anderen Seite haben wir die ganzen Milchprodukte, wo so viele Studien liegen, dann haben wir die ganzen Weizenprodukte, wo wir studienmäßig sauber dokumentiert ist. Wir wissen eigentlich, was eine gesunde Ernährung ist und welche Ernährung uns krank macht. Aber diese Thematik übernimmt der Staat nicht die Verantwortung gegenüber uns, sondern wartet, bis mal ein Erreger kommt und jetzt wird ein riesen Hype darum gemacht. Alles okay, alles gut, aber konsequenterweise müssten wir doch auch schauen, dass die Leute nicht an der falschen Ernährung sterben, was ja die meisten Todesfälle sind weltweit. Nein, die meisten sind ja die Leute, die keine Ernährung haben. Noch schlimmer, Hungertod, machen wir alle nichts. Es ist einfach, für mich ist ja, wenn ich das nur so vergleiche, und jetzt mache ich die Klammer zu, ist das eine Scheinheiligkeit, echt. Wir haben so dramatische Situationen auf der Welt und könnten es ändern. Und wir tun es nicht. He? Gut, Hormonproblematiken im Zusammenhang mit Figurproblemen, mit Abnehmproblemen, Diätproblematiken, die bestehen auch. Ja, ganz typisch. Es gibt ja viele Frauen, die sagen, ich habe versucht abzunehmen. Männer kommen meistens seltener mit dem Problem. Ich habe schon alles probiert und ich ernähre mich so gesund und irgendwie funktioniert das alles nicht. Ein Teil davon ist hormonbedingt, ja. Ein Teil davon ist, wenn ich die dann nochmal, obwohl sie denken, sie leben schon gesund und achten ganz doll auf alles oder essen auch bio und vollwertig, was schon große Fortschritte sind, nochmal ein paar Modifikationen in der Ernährung vornehme, dass dann in der Regel die Funde auch purzeln. Und dann gibt's aber immer noch welche, ja, wo es dann unglaublich schwierig ist, weiter Gewicht zu reduzieren. Und da zeigt dann die Erfahrung, wenn man denen diese Xenoöstrogene aus dem Körper holt, wenn man die entgiftet, wenn man da die Leber, die für einfach ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse eine große Rolle spielt, wieder nett behandelt, zum Laufen bringt, dann geht es auch wieder mit dem Gewichtsverlust weiter. Die Leber bildet ja die Vorstufe für die Sexualhormone und baut sie auch andererseits wieder ab. Wir haben das Cholesterol als Grundgerüst, als Vorstufe für die Sexualhormone, als Vorstufe fürs Cortisol, für die Gallensäuren, Vitamin D, also mit vielfältigen Funktionen. Und da in diesem Punkt laufen eben verschiedene Prozesse im Körper zusammen, sowohl Aufbau- als Abbaustoffwechsel. Und das ganze ungesunde Zeug, die Xenoöstrogene, muss der Körper irgendwie wieder gallengängig machen, dass ich dann über die Leber, über die Galle das Ganze wieder rausbringen kann. Das heißt, Leute, die echt Probleme haben mit Abnehmen, sie möchten abnehmen, es geht nicht, sie machen alles richtig, da wäre mal angesagt, sich wirklich mal so einen Hormonstatus zu geben oder zu schauen, wo habe ich externe Hormone und wie sieht eigentlich mein Hormonstatus generell aus? Nein, ich fange oft manchmal nur mit einem also eine gute Anamnese, also dass ich dem Patienten gut zuhöre. Was hat er schon ausprobiert? Wie ernährt er sich gerade?
dass ich die Leberwerte im Labor nachgucke. Ich mache oft erstmal als ersten Schritt einen Screening-Wert, den SHBG-Wert, sexualhormonbindendes Globulin. Und da sehe ich... Nicht verstanden, was ist das? Das ist ein Eiweiß, das wird von der Leber gebildet und reagiert auf die Menge an einer bestimmten Gruppe von Östrogenen im Blut. Mhm. Und wenn der Wert relativ hoch ist, also es ist kein Beweis, es ist ein Zeichen dafür, dass ich viele Östrogene im Blut habe, dann weiß ich schon in der Regel, das sind wahrscheinlich nicht alles die eigenen. Da spielen diese Xenoöstrogene eine Rolle. Wenn ich dann Substanzen gebe, um die Xenoöstrogene rauszuholen, dann sehe ich auch, wie dieser Wert wieder runtergeht. Ja, also gravierend runtergeht, wo man nicht mehr sagen kann, ja, das sind jetzt Zyklusschwankungen oder so. Und wenn dann dieses Östrogen zurückgeht, dann habe ich auch eine Reduktion von Zellteilungen. Das heißt, ich habe dann viel besser die Möglichkeit, die bestehende Zelle zu verbrennen oder dadurch das auch abzunehmen. Ja, es sind jetzt zwei Paar Schuhe mit der Zellteilung. Ich reduziere natürlich die Zellteilung oder ich höre auf, Öl ins Feuer zu gießen bei chronischen Entzündungen oder Krebs. Mhm. Aber ich mache auch, was macht denn Östrogen? Das ist ja auch ein Schwangerschaftshormon. Ne? Das Kind soll ja genährt werden. Nehme ich eben besser Essen auf oder lagere es vielleicht sogar ein oder man weiß, es macht Wassereinlagerung in den Beinen. Und wenn ich das wieder raushole, dann werde ich auch die überschüssigen Sachen wieder los. Dann läuft der ganze Stoffwechsel wieder besser. Dann kriege ich die Verbrennung auch wieder besser ans Laufen. Nicht verzagen, eine biologische Ärztin mal fragen. Das scheint mir so ein richtiger Aspekt zu sein. Denn diese verschiedenen Erfahrungsmedizin, die ihr in der biologischen Medizin einfach habt, zeigen kausale Zusammenhänge, die man sonst gar nicht glauben könnte. Aber wichtig ist einfach, dass wir die Leute sensibilisieren übers Fernsehen, dass das halt einfach östrogenhaltige Nahrungsmittel oder Wasser und Zusätze gibt, die uns bei weitem nicht unsere Gesundheit fördern, sondern ein großes Risiko darstellen. Ja, genau. Gut, Gewichtsabnahme ist das eine, aber ich tendiere halt immer wieder auf dieses Prostata- und auf die Brustkrebsproblematiken, wo einfach statistisch mäßig einfach gigantische Zahlen da sind. Ich glaube, ein 50-jähriger Mann erreitet mit 50%iger Wahrscheinlichkeit, gell? Und ein 60-jähriger Mann mit 60%. Und bei den Damen ist es das Gleiche mit dem Brustkrebs. Die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das Brustkrebsrisiko ist in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Also es sind Mitte der 90er Jahre hatten wir da noch erheblich weniger Brustkrebs als heutzutage. Und es wird immer jünger. Es wird immer jünger. Und man fragt nicht warum. Man hat immer mehr Lösungen zum Operieren oder mit Bestrahlung und Chemotherapie einen Tumor zu bekämpfen, aber zu hinterfragen, warum der Körper das produziert, da läuft einfach nichts, oder? Mm-mm. Gut, gibt es so Ärzte? Während des Studiums hatten wir Histologieunterricht. Histologie ist die Lehre von den Geweben. Das heißt, da mussten wir unter dem Mikroskop Zellen angucken, erkennen, welches Gewebe das ist. Und dann haben wir eben detailliert gelernt, wie der Gewebsaufbau ist, wie die Leber in ihren kleinen Arealen aussieht. Und da habe ich mir ein dickes Buch gekauft, ein richtig dickes Buch. Und dann hat sich so Panik, oder nicht nur ich, vor dem Professor, wir haben alle gründlich gelernt. Und in diesem dicken Buch, und das war vor 2000, da stand schon ganz viel drin für ganz viele Erkrankungen, für ganz viele Tumore, Gewebsveränderungen, dass Östrogene da eine Rolle spielen. Was ist irgendwie nicht von diesem Studiumswissen in die klinische Praxis gekommen. Das ist wie hinterher wird das Wissen wieder es ist verschüttet. Es wird irgendwie nicht in den Alltag transportiert oder so. Aber ich glaube, es wird in vielen Köpfen einfach als gar nicht reale Gefahr gesehen oder dass es wirklich so oft vorkommt. Also da merke ich auch an mir selber, ich habe wirklich auch so etwa drei Jahre gebraucht, bis ich wirklich realisiert habe, wie groß das Ausmaß ist und welche Rolle das spielt und wie wichtig das ist, das zu behandeln. Ich habe auch eine klassische naturheilkundliche Ausbildung. Dann gibt man aber zum Teil einfach dann gegen Kopfschmerzen das Kraut und gegen Magenschmerzen das Kraut.
Bis mir klar geworden ist, unterm Strich bin ich dann auch nicht anders als die Schulmedizin. Ja, nur dass ich eben mit Pflanzen statt Chemie Symptome behandle und nicht Ursachen. Mhm. Mhm. Danke ganz herzlich. Das war jetzt auch eine spannende Erläuterung. Ich wünsche dir alles Gute und danke für den Beitrag. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie sehr stark sensibilisieren auf diese externen Hormonflut, die auf uns immer wieder einprasselt, über die Ernährung, übers Wasser und weiß Gott wo noch, wo überall her, dass wir hier einfach ein bisschen sensibler darauf achten, sauberes Wasser zu trinken, wo hormonfrei ist, Fleisch zu konsumieren, was man einfach wirklich wissen, woher es kommt und wie es gemacht wurde. Wir haben gehört, dass Plastik ein sehr großes Problem ist, versuchen zu vermeiden, so gut es halt einfach mal geht. Und einfach sich diese Sendung vielleicht noch das ein oder andere Mal nochmals anzuhören. Und wenn Sie Probleme haben oder meinen, Probleme zu haben, dann wissen Sie auch, wo die biologische Medizin zu finden ist. Da gibt's auch Lösungsansätze, die auf der Ursache angehen. In diesem Sinne alles Gute. Bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen miteinander.